wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wie ihr gesehen habt, ich hatte zwar am Wochenende ein Casting, aber ich konnte euch nicht mitnehmen. Warum? Ganz einfach, weil mein Handy war gesperrt. Deswegen kommt hier ein kleines Video jetzt für euch. Klar, es ist jetzt strahlendster Sonnenschein gerade. Kommt auch jetzt circa um 13, 14 Uhr online, dieses Video hier. Ich werde hier so wenig wie möglich schneiden. Aber am Anfang habt ihr jetzt ein neues Intro, also mein erstes Intro gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, aber ich möchte auch euch eins sagen. Ja, es kam kein Vlog, weil ich habe mein Handy-Passwort vergessen. Meine Partnerin hat davon mitgekriegt. Ich musste insgesamt über 24 Stunden warten, bis ich mein Handy entsperren konnte. Aber wie das danach möglich war, war einfach nur noch traurig und witzig, ganz ehrlich. Und wie? Ganz einfach, ich habe meine Handynummer bei meiner Mutter ihrem Handy eingegeben auf WhatsApp. Dann habe ich dadurch meinen Code erfahren und dann konnte ich wieder in mein Handy rein. Und das war eine Tortur von 24 Stunden. Ganz ehrlich, ich habe hier noch ein paar Einblicke aus Köln da. Ja, die könnt ihr hier sehen, wenn ihr wollt, danach im Anschluss jetzt, die ich noch dazu schneide. Aber eigentlich ist das hier nur ein reines Informationsvideo, was passiert ist, warum es keine Vlogs gab von der Schauspielschule. Einerseits wegen den technischen Gründen. Aber an dem Tag gab es keine Probleme, sondern an dem Tag danach. Aber ich habe auch gedacht, yo, an der Schauspielschule, wo ich jetzt war, möchte ich keine Vlogs machen oder kein Video zeigen, weil da war es zwar auch familiär, genauso wie bei der Film Acting School in Cologne. Aber ich dachte so, yo, ich mache es da jetzt nicht, weil da ist jetzt viel mehr intensive Sachen, viel mehr einzelne Sachen auch. Also sozusagen zum Beispiel manche Improvisationen, wo man was aus dem Schrank rausnehmen soll beispielsweise. Und da sage ich so, yo, das möchte ich jetzt nicht filmen, weil klar habe ich das coole Licht bekommen, aber ich dachte so, nee, das lasse ich jetzt einfach aus der Professionalität drüber, dass die Leute es respektieren, so, yo, der filmt nicht, da ist alles gut. Und generell denke ich so, es wäre, glaube ich, unpassend gewesen. Deswegen sage ich, habe ich hier ein paar andere Eindrücke aus Köln, meine Fails, was da passiert sind bei den Aufnahmen. Und ja, auch manche Stadtaufnahmen habe ich gefilmt, also wie ich jetzt zum Beispiel die Kölner Königstraße, nenne ich sie jetzt mal, ich weiß halt nicht, wie die Einkaufsstraße in Köln heißt, nenne ich sie mal Königstraße, weil in Stuttgart heißt sie ja so. Und ja, deswegen Freunde, danke fürs Zuschauen und wenn ihr wieder dabei sein wollt, wartet auf den Kanaltrailer. Ich freue mich auf euch. Wie heißt es so schön? Ihr habt noch einen schönen Tag und 3, 2, 1. Hallo Freunde, erstmal schön, dass ihr noch dran seid. Das sind jetzt die Aufnahmen, die eigentlich in dem Vlog drin gewesen wären. Aber naja, wie ihr seht, habt ihr ein kleines Infovideo stattdessen jetzt bekommen. Aber hier seht ihr jetzt einfach mein Frühstück tatsächlich, was ich esse. Aber jetzt hier als erstes, wie man sieht, wie ich in den Aufzug steige und tatsächlich warte. Ja, wann kommt jetzt der Aufzug? Weil ganz ehrlich, hier sind 4 Aufzüge und ich wusste nicht, welcher kommt jetzt wohl als erstes an. Dann habe ich gesehen, Der direkt, glaube ich, hinter mir ist zuerst gekommen oder vor mir, ich wusste es nicht. Warte mal, lass uns mal kurz schauen. Ah, der vor mir ist gekommen. Ja, da habe ich gefilmt, du hast ganz ernst aus, weil ich nicht wusste, ob ich das gut filme oder nicht filme. Aber naja, ist halt so. Aber jetzt warte ich, bis wir nach unten fahren, weil, aber ganz ehrlich, dieser Aufzug im Premier Inn ist halt so, der fährt verdammt schnell runter. Der ist ja von, keine Ahnung, von 5 Sekunden ist er dann unten gefühlt und dem 9. Stock, wo ich drinne war. Aber ganz ehrlich, es ist cool aus einem einfachen Grund. Hey, du musst nicht lange warten, bis du zum Frühstück kommst. Klar, habe ich auch jetzt nicht den Weg gefilmt vom Aufzug bis zum Frühstücksraum, aber ich dachte so, nee, das ist etwas zu unpersönlich, deswegen habe ich nach links geschwenkt. Und hier ist mein wunderschönes Frühstück. Leckere Brötchen mit einem leckeren Rührei und einem leckeren Multivitaminsaft. Und hier sind ein paar Aufnahmen tatsächlich aus der Kölner Innenstadt. Hab da ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, welche Einstellung passt gerade sehr gut? Was sähe jetzt am schönsten aus, am besten aus? Und da denke ich mir nur so, jo, dann lass mal laufen. Und deswegen auch wieder ein bisschen in Köln rum. Ich glaube, irgendwelche Leute haben auch in die Kamera gewunken. Ist mir sogar aufgefallen danach, wo ich es gesehen habe. Und ja, war witzig, aber es war auch ganz neu, ehrlich gesagt. Und ganz ehrlich, darf ich vorstellen, die Person hat Daumen hoch ins Video gezeigt. Und Leute, das heißt, lasst einen schönen Like da. Ja, aber ganz ehrlich, ich find's witzig. Und ja, jetzt laufe ich da hoch einfach und wir sehen uns, wenn ich wieder in dem Vlog rede, weil es gibt manche Videos auch von mir hier zu sehen. Dachte ich zwar nicht, aber gibt es. Hallöchen, Freunde, erstmal willkommen zurück. Wie ihr gesehen habt, es war kein Video von der Schauspielschule dabei.
ganz ehrlich, aus einem einfachen Grund. Weil, ganz ehrlich, filmen hätte ich dürfen ein bisschen, aber wollte ich nicht. Aus einem einfachen Grund. Privatsphäregründe und generell, weil ganz ehrlich, wenn die Leute da so familiär sind und alles drum und dran ist, sehr intime Gespräche sein wird, zum Beispiel mit Emotionen, Trauer, Wut, Angst, alles, dachte ich so, yo, das lasse ich dann lieber und zeige euch jetzt eher danach anderes Material von Köln in der Innenstadt, weil ganz ehrlich, Köln ist auch ganz schön so. Und ja, deswegen drehe ich jetzt die Kamera und zeige euch ein bisschen die Innenstadt, was hier so abgeht. Hi, Daniel hier aus dem Schnitt nochmal. Ganz ehrlich, ich habe vergessen, die Innenstadt zu filmen. Aber naja, dann war's das eben jetzt. Bye, bye. With the